Hallo und herzlich willkommen hier bei LS15 auf der PS4. Wir spielen gerade Oldtimer-Treffen. Und zwar gibt's das neues DLC, haben sie noch rausgehauen, bevor das LS17 kommt. Und wir testen eigentlich jetzt da diese Oldtimer. Jetzt haben wir den Bucher getestet im letzten Let's Play und als nächstes testen wir das schöne Gerät und das heißt Harz, kostet 13.000 Harz H340, 40 PS, wurde bloß gebaut von 1963 bis 64. 3 Zylinder, fast 3 Liter Hubraum. Und ich habe gar nicht gefunden, wo das überhaupt hergestellt wird. Moment, vielleicht finde ich es noch. Nö, eigentlich nicht. Jo. Werde ich sicher später noch mehr herausfinden, wo der Traktor eigentlich herkommt. Auf jeden Fall testen wir den. Wir haben den schon gekauft. Da steht das gute Teil. Wie gesagt, 3 Zylinder. Kein Allrad. Luft gekühlt. Ja. Und jetzt sogar ein Arbeitsscheinwerfer hinten dran. So, und dann haben wir noch diesen Grubber dazu. Gekauft und werden damit auf unser Feld fahren. Und den testen. Jawohl. Der klingt auf jeden Fall wie ein Dreizylinder. Geräusch echt. Oder wie sagt man dem? So, wir schauen noch das Licht. Heieiei, den kann ich auch nachts pflügen. Wenn ich da hinten noch Licht habe. Aber wir testen das jetzt mal am Tage. Oh, der geht gut ab. Schauen, ob er auf dem Feld auch noch so unter Last auch noch so rasant da über den Acker donnert. So, und das ist eigentlich der vierte Traktor in unserem Bunde. 9 Stück gibt es, glaube ich. Was sie jetzt da in diesen Oldtimer DLC da rausgehauen haben. Es gibt ja noch verschiedene Anhänger. Güllefass und Wasserfass gibt es da noch. Und dann noch einen normalen Anhänger zum Laden und jo. Da stehen schon die beiden, mit denen wir eigentlich das Stroh gemacht haben. Und einer ist da noch am Pflügen. Der Bucher, und wir nehmen jetzt diesen Harz H340, senken den Flug, starten den Helfer und er geht da relativ rassig da über das Feld. Hätte ich jetzt so nicht gedacht, damit der da so abgeht. Mit seinen paar PS. 40 PS. Jo. Nicht schlecht. Ein Arbeitstier, wie es im Buche steht, wie sich das jeder Landwirt wünscht. Jo, und viel mehr gibt es eigentlich da nicht zu sagen. Jetzt muss ich eigentlich noch herausfinden, wo sie den eigentlich gebaut haben. Von welchem Land der eigentlich kommt. Ob das auch wieder so ein Schweizer Fabrikat ist oder ob das irgendwas anderes ist. Wow. Jetzt hat er da den anderen dann nachher wahrscheinlich gleich mal eingeholt. Oh, eine Sämaschine gibt es glaube ich noch. Die könnten wir dann als nächstes testen. Das wäre doch was. Dann können die da noch ein bisschen pflügen. Und wir testen dann als nächstes, können wir da mal so ein Stückchen da ansehen.
Was gibt's denn eigentlich? Wir können ja eigentlich gerade mal im Inventar da schauen. Die Sämaschine ist nämlich hier irgendwo da. Sieht irgendwie komisch aus. 2 Meter Arbeitsbreite und kann man eigentlich Raps und Weizen und Gerste und Gras mit ansehen. Also ist alles so Körnerchen. Kein Problem. Ah, dann gibt es hier noch, genau, es gibt ja hier noch so ein Miststreuer. Den müssen wir auf jeden Fall auch probieren. Ich weiß, ich hoffe, meine Kühe haben schon ein bisschen Mist. Dann gibt es ja, genau, so ein Schwader gibt es, glaube ich, auch noch. Puttinger, das hat es damals schon gegeben, siehst du? Da ist das alte Modell und da ist das neue Modell. Okay. Der hat zwar bloß ein so ein Ding dran. Arbeitsbreite 3 Meter. Arbeitsbreite 12,50 Meter. Okay, was haben wir noch? Ah, so ein Dings gab es doch da noch. So ein Selbstladewagen da. Ein Ladewagen sammelt Gras, Heu und Stroh ein. Er kann auch mit Häckselgut befüllt werden. Jo, mit dem könnten wir eigentlich noch Stroh einsammeln. Das wäre doch eigentlich, ist auch ein Bucher. Also Schweizer Produkt. Den könnten wir eigentlich als nächstes da mal probieren auf unserem Feld. Das wäre doch was. Genau. Wie ihr seht, wird es eigentlich uns nicht langweilig hier. Da können wir noch ein richtiges Oldtimer-Treffen machen hier und das Feld ordentlich bearbeiten. So, der pflügt hier natürlich jetzt das Stroh noch um. So war das natürlich nicht geplant. Aber wir können mit den anderen, mit den Selbstlader, können wir noch das Stroh aufsammeln gehen. So, wir stoppen dann mal dieses Gerät, denke ich. Genau. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei unseren Oldtimer-Treffen auf LS15. Danke fürs Zuschauen und bis bald.